Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stranded Alien Dawn. Ach ja, stimmt, Käferangriff. Habe ich fast vergessen, habe ich in der letzten Folge ja nicht mehr gemacht. Simon geht's nicht so gut, sehe ich gerade. Dann nehme ich mal lieber nur die anderen vielleicht mit, der hat eh keine Waffe. Also ist auch egal. Jo, dann kommen wir alle her. Käferchen sind zum Glück noch weit weg. Oh, oder auch nicht mehr. Ihr stellt euch da hin. Wo ist der Rest? Okay. Naja gut, die kriegen wir mittlerweile hin. Zum Glück ist es nicht eine ganze Herde von diesen komischen Junos oder wie die hießen. Die fand ich schon ein bisschen gruseliger. Oha, die müssen sich aber gleich alle ausholen. Ich glaube, die sind ein bisschen stärker geworden, oder? Die Käfer? Das ist ganz schön hart. Haben wir's? Noch nicht ganz. Jetzt. Okay, dann geht euch mal bitte alle ausruhen. Wieso will Jack eine Wand bauen, sag mal? Du darfst dich ruhig ausruhen. Kann ich gerade irgendwie nicht. Okay, jetzt heilt er einfach Vanessa. Okay. Verletzungen nur noch 3. Versorgebrennung. Ah, Jack, leg dich doch mal hin. Wo ist denn sein Bett? Muss ich den jetzt echt selber ins Bett befördern? Das gab's doch nicht. Jack, hier. Hinlegen bitte. Ausruhen. Dankeschön. Gibt's ja nicht. Kann ich den jetzt versorgen hier mal? Nicht so wirklich irgendwie. Vielleicht muss er auch gar nicht. Kann ja sein. Vielleicht ist das nichts, was behandelt werden muss. Der an. Also er zum Beispiel blutet ja sogar. Ach ja, Vanessa und Grayson. Ha. Naja. Das werde ich nie verdauen mit den. Mit Simon und Grayson. Haben wir hier mittlerweile. Oh, wir könnten wieder los. Das finde ich schön. Erreichte heilen 5. Sehr gut. Also Rita kann jetzt mittlerweile richtig gut heilen. Das ist schön. Gut, jetzt ist abends. Jetzt möchte ich keinen losschicken. Aber wir könnten mal jetzt überlegen, am nächsten Tag, ob wir da mal jemanden wegschicken. Hier, das können wir auch mal abreißen. Wie sieht so steinetechnisch aus? Okay, ich sehe schon. Wir haben keine Steine mehr. Deswegen wird auch nicht weitergebaut. Dann kurz mal gucken. Sind hier irgendwo auf dieser Welt noch Steine? Okay, das ist zu viel mit dem Haus. Irgendwo müssen noch Steine sein. Nee. Bisschen schwierig zu sehen. Hier sind kleine Felsbrocken. Ah, hier sind vielleicht noch mehr. Nee, Erzvorkommen. Aber hier ist zwar wieder ein bisschen weit weg, aber gut. Geht noch. Ist auf der anderen Seite auch nicht mehr näher. Dankeschön. So. So, dann gehen wir alle schlafen, Leute. Ich möchte Zeug machen. Haben wir schon wieder ein neues Kleidungsstück? Ich muss mal kurz gucken. Wer braucht? Oh, der hat gar keine Hose mehr. Ach du Scheiße. Die auch gleich nicht mehr, der auch nicht. 3 Hosen brauchen wir jetzt echt schnell mal. Ich weiß gar nicht, brauchen wir noch? Ich glaube, können wir schon wieder, ne? Ja, okay. Krankheit Rita, verdammt. Lungenentzündung unterdrückt, okay. Kannst du dich selbst behandeln? So? Weil eigentlich sie hat die höchste Heilung halt. Wäre fast Quatsch, wenn es ein anderer macht. Auf dem Weg der Besserung. Okay, Immunität stand da auch gerade. Das finde ich gut. Ach so, und uns wurde mir wurde gesagt, in den Kommentaren, nicht uns, dass die noch Höhlenbewohner haben, weil hier immer noch die Steine vom Grundboden sind. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Wir machen hier mal Holz hin. So. Ich dachte die ganze Zeit, dass die Beleuchtung einfach nicht ausreichen würde. Daran lag es tatsächlich gar nicht. Hier haben wir ja die Fliesen, genau. Und? Machen wir da hinten auch Fliesen, oder? So, jetzt müsste überall Boden sein, hoffe ich. Aber wir brauchen Steine und auch Holz wieder. Entschuldigt, ne, eigentlich brauchen wir gar kein Holz. Ich weiß gar nicht, warum da gerade stand, dass wir Holz brauchen. So, mit Vanessa über zukünftige Forschung sprechen, ja. Sehr schön. Wen haben wir letztes Mal losgeschickt? Jack, ne? Glaube ich, wegen Waffe und so. Dann schicke ich diesmal Jack wieder los, glaube ich. Wir warten noch. Es war Silvester. Ach verdammt, dann kann ich den wieder nicht losschicken, wenn jetzt Silvester ist. Wo ist denn Silvester? Naja, gut. Mist.
Oh, ein Jahr endet, ein neues beginnt. Wir wissen nicht, was der morgige Tag bringen wird, aber die Zeitumstellung gibt Hoffnung. Wir können heute um 23 Uhr zusammenkommen und Silvester feiern. Ja. Okay, dann kann ich Jack leider nicht wegschicken. Ich habe ein bisschen Angst, dass er dann sauer ist. Okay, dann warten wir noch, bis wir die wegschicken. Okay. Schade. Ich möchte tatsächlich nicht, dass jetzt einer unausgerechnet Silvester verpasst. So ein Musikabend, okay. Aber nicht Silvester. Ach schön, wir kriegen eine Hose. Ja, endlich. Kein Wunder, wenn die sich erkälten, wenn die ja ohne Hose rumrennen. Läuft die jetzt wirklich ohne Hose rum? Warte mal. Nee, die haben komischerweise trotzdem... Achso, die hat er auch noch. Racke hat keine. Oh Gott. Okay. Ja, gut. Der Arme. Ich, okay. Ich sag nichts. Also Racke kriegt glaube ich, zuerst eine Hose. Da sind wir uns wohl alle einig. Ja, gleich. Oh Gott, warum läuft er denn draußen rum bei der Kälte? Ist ja furchtbar. Oh, haben die immer noch... Oh, oh. Das... Wollte ich natürlich nicht. Moment. Nein. Die haben noch die Ausnahme gehabt wegen der Lungenentzündung. So, jetzt aber bitte mal hier wieder Tempo. Ach, Silvester und Regen war außer wie im echten Leben. Okay, sonst glaube ich, kann ich nicht viel machen. Ne? Es ist sehr viel gerade in Auftrag gegeben. Ich will die halt auch nicht so wirklich überfordern. Hier ist noch ein kleiner Felsbrocken. Da klingt jetzt aber zum Glück, ist mein Partner da, der rangehen kann. Okay. Ich muss diesmal euch nicht stehen lassen. Simon, was machst du denn so? Ist die Hose fertig? Nein. Mach die Hose. Ist gerade Freizeit, ne? Okay. So, jetzt aber bitte wieder Hose. Ja, sehr gut. Ich überlege, ob wir hier noch was wegnehmen. Ich meine, die haben ja eigentlich auch dieses, dass sie länger schlafen können und so. Wir machen mal so. Ich probiere es mal wieder aus. Ja. Ist okay. Haben wir noch Essen? Wir haben ja jetzt alles am Neupflanzen. Ich glaube, unser Lager dürfte ziemlich dürftig aussehen. Das sind ja auch eher andere Sachen. Was haben wir hier? Obstbüsche, aber da ist auch nichts dran, ne? Nee. Na, hoffen wir mal. Das war noch... Warte mal, ich kann ja hier Oma... Okay, 2,3k. Ja, gut. Dann sollten sie vielleicht nicht verhungern. So, die Hose ist gleich fertig. Ich will es nicht vergessen, deswegen achte ich da gerade so drauf. Ja. Nein. Ich muss erst ins Regal. So, jetzt hol dir mal bitte eine Thermohose, Racker. Waffenschmiedekunst ist erforscht. Haben wir was Neues drin? Ja, haben wir noch ganz viel. Da muss ich noch gar nichts weiter machen. Okay, wo ist das? Ich weiß es tatsächlich nicht. Wo mache ich dann das Waffenschmieden? An dem Löting hier? Warte mal. Herstellen. Nö, hier ist nur Elektronik. Wo ist was Neues? Irgendwie gar nicht. Ich bin verwirrt. Ha. Hier auch nicht. Hä? Was habe ich denn da? Warum? Also entweder bin ich gerade blind oder... Sehr eigenartig. Schneiderbank, Werkbank. An der Werkbank? Ah. Okay, das finde ich wunderbar. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen uns Armbrüste, 2 Stück. Und dann machen wir uns noch einen Speer. So. Einer, ja. Stoffrest ist pausiert, das heißt, dass das auch zuerst... Ich mach's machen. So. Sehr schön. Wir kriegen noch ein paar Waffen. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann ich jeder Waffen nehmen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir stellen sie erstmal her, dann haben wir was. Ich weiß auch gar nicht, können diese Waffen kaputt gehen? Ja, können sie. Dann werden wir auch auf jeden Fall Nachschub brauchen. Gut. Mit Rita über ihre zerlumpte Kleidung gesprochen. Ja, da kann sie ja nichts dafür. Stell dir doch bessere Kleidung her. Ja, ihre Hose ist auch im Arsch. Ja, jetzt ist das doof. Jetzt macht Grayson wieder beides, ne? Und hier gibt es gerade schon wieder nicht genug Ressourcen. Verdammt. Wir dürfen das leider nicht pausieren. Ja, da ist die Hose leider sogar wichtiger. Als die Waffen, was ich fast ein bisschen schade finde. Ach Mann, doch mal weg. Dann muss ich es doch nochmal hoch machen und nicht pausieren. Nee, nicht du? Wie habe ich denn das jetzt... Wie kriege ich das wieder rein? So. Okay. Das Didgeridoo, muss ich zugeben, klingt immer ein bisschen gefährlich. So als würde irgendwas Böses angreifen oder so. Ich
Naja. Ganz kann ich mich damit noch nicht anfreunden. Oh, der Boden wird gemacht. Das finde ich gut. Ja, die haben viel zu tun. Immer viel zu tun. Oh, Silvester. Na, den. Oh, den ist zu heiß. Warte mal. Ach, war jetzt gerade die Jahreszeit umschwingend. Das ist ja doof. Wir müssen mal die Dinger, glaube ich, ausmachen, ne? 35 Grad. Ach du Scheiße. Ja? Aus? Warum ist denn zu Silvester so warm? Ist ja krass. Aus und auch hier aus. Dort ist noch einer. Oh Gott, die muss man erstmal alle finden. Mir wurde auch ans Herz gelegt, mal zu Schalter anzubringen. Dann können wir auch abends einfach mal das Licht ausschalten. Auch nicht die schlechteste Idee. So, versammelt ihr euch jetzt oder nicht so? Ja. Warte mal. So, können wir es auch mehr genießen. Kann ich auch die Namen ausschalten? So. Genießt das Feuerwerk. Kann ich das so, dass ich nach oben gucken kann zum Mond? Das hätte ich gerne. Wir genießen das jetzt einfach mal ein bisschen. So, ich glaube, das ist ein schöner Ausblick. Oh ja. Das wäre eine gute Silvesterfolge gewesen. Was? Spätrömische Dekadenz. Okay. Keine Ahnung, was er jetzt uns damit sagen wollte. Aber gut. Oh, und da oben ist, fliegt gerade irgendein Wrack runter. Das ist ja auch schön. Risiko eines Zusammenbruchs an Silvester? Essensvielfalt ist doof. Okay, wir müssen mal wieder ein paar Tierchen... Ach, wir haben ja die Insekten da vorne liegen. So, ich mach mal ein bisschen schneller. Dann haben wir mehr Feuerwerk auf einmal. Sieht ein bisschen schöner aus. Ja, das ist doch toll. Erinnert mich ein bisschen an früher, als Gronkh noch diese Silvester-Neujahrsansprachen gemacht hat bei Minecraft und so. Muss ich gerade irgendwie dran denken. Ich weiß gar nicht warum. Fand ich eigentlich schön. Ich wünschte, er würde es wieder machen. Habe ich immer sehr gemocht, diese langen, diese mehrstündigen Videos zu Silvester, zum Neujahr, wo er so ein bisschen über sich gesprochen hat. Fand ich sehr schön damals. Ah, jetzt wird die Wand nicht ausgeblendet. Das ist ein bisschen nervig. Na gut. Okay. Heizungen habe ich alle, glaube ich, ausgemacht. Würde jetzt keine mehr... Habe ich die ausgemacht? Nee. Achso, die müssen ausgeschalten werden. Okay. Nee, ich möchte jetzt gar kein Feedback geben. Nett von euch. Ist sicher auch mal nützlich, aber jetzt gerade nicht. Spätrömische Dekadenz. Ich weiß nicht, was der damit sagen will. Wir werden mal die Viecher geschlachten für Insektenöl und so. Ich hoffe, das macht jemand am nächsten Tag. Dann ist vielleicht auch die Essensvielfalt etwas größer. Was gibt es denn hier alles so? Ja, gerade gibt es nur Buttermelonenkuchen scheinbar. Heiße Getränke könnten wir mal. Hier, ein bisschen Kaffee. Das ist doch schön. Mach mal Kaffee. Schnelle, leckere Rezepte. Chefkochs. Oh, da ist nichts. Das haben wir alles, oder? Fleischeintopf und Brot und so. Kaffee, Fleisch, ja, ist alles da. Muss halt nur auch mal was kommen, irgendwie, dass man es auch machen kann. Ach, wir haben hier schon Kaffee drin. Oh, mach ich mal so. Okay. Gut. Kann ich da mal gucken mit der spätrömischen Dekadenz, was das heißt? Der ist eher genervt. Höhlenbewohner, es ist sehr heiß, okay. Hä? Okay, hier finde ich es irgendwie nirgendwo. Die hat eine gute Stimme, das ist schön. Sie ist auch eine fröhliche Persönlichkeit. War vorher du Grayson, Neujahr gefeiert. Ja, eigentlich müssten die doch alles super happy sein. Ich meine, wir hatten Silvester. Seid doch mal glücklich. Na gut. Ich weiß gar nicht, wo die das Feuerwerk her hatten gerade. Aber egal. Kann mal kurz jemand den beobachten? Das finde ich schön. Macht er schon, ne? Eingelegtes Gemüse können wir jetzt auch machen. War das hier? Sehr gut. Dann machen wir jetzt eingelegtes Gemüse. Da können wir nichts Neues. Okay. Das ist blöd, ne? Jetzt haben die alle Winterklamotten und jetzt wird's warm. Ja, das heißt, wir können direkt aufhören hier mit den Thermoklamotten. Wir müssen sofort anfangen, andere Sachen zu nähen. Oh Gott. So, dann machen wir doch mal Sommerhosen ein paar. Ich mach mal so alles querbeet. Haben wir noch Shirts, ist die Frage. Zur tolle Randabnahme. Okay.
Kältetoleranzerhöhung. Was? Ich mache einfach T-Shirts, oder? Erhöhung, Kältetoleranz, keine Änderung. Erhöhung, Abnahme. Was heißt dann das? Hitzetoleranzerhöhung. Abnahme. Ist das schlecht? Ich nehme mal T-Shirts. So, was haben wir davon noch? Sommerschuhe machen wir ein paar. Wie gesagt, ich gucke jetzt gar nicht richtig auf die Menge. Ich mache so querbeet, dass jeder mal irgendwas hat, wo was kaputt geht. Ich kann ja auch schon... Warte mal, wie kalt ist es genau? Na, 9 Grad ist jetzt noch nicht Hitze. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mehr so heiß ist. Aber jetzt sehe ich es zumindest hier nicht mehr auftauchen. Das Höhlenbewohner ist noch drin, da müssen sie noch bauen. Aber sonst sieht es eigentlich gut aus. Und hier können auch schon locker die Bäume geerntet werden, oder? Die sind auch schon riesig. Scheinbar aber noch nicht so ganz. Na gut. So, die freuen sich immerhin über geräumige Schlafzimmer. Das ist auch wirklich riesig. Die, ja, die haben gerade Pech. Ah, guck mal, guck mal. Wir können... Moment. Ja, ist ein bisschen doof. Jetzt ist das Dach natürlich nicht mehr eins. Wir werden jetzt leider das ein bisschen hässlich machen müssen. Also ein bisschen seltsam. Ich könnte das andere Dach entfernen, aber ich habe Angst, dass die jetzt ewig lang im Regen schlafen müssen quasi. Deswegen werden wir jetzt leider sowas draus machen müssen. Wird schon. Wird nicht so schlimm aussehen, glaube ich. Dann geht es hier weiter. Das kann... Nee, kann auch nicht weg. Ne? Das Dach sollte schon vorher draus sein. Okay. Lassen wir noch. Wir machen aber schon mal Wände. So. Ich wünschte, der würde es dran lassen, wenn ich eine Wand ziehe, dass ich die dann noch in der Hand habe und wiederziehen kann. Das nervt mich hier erstmal ein bisschen. So. Problem ist, wir können jetzt hier nicht einfach Zimmer draus machen. Wir wollen ja alle Zimmer ein bisschen vergrößern, weil die zu klein sind. Deswegen, ja, kann ich jetzt nicht einfach nur neu ziehen. Wir müssen alles ein bisschen verschieben, was echt nervig wird. Aber gut. Wir kriegen das hin. Ja, das müssen wir leider dann machen. Aber wir warten, bis das hier komplett fertig ist und dann werden wir es machen. Wenn das Dach vor allem auch da ist. Jetzt ist Silvester ja vorbei. Das heißt, wir könnten hier mal los. Dorthin mit Jack. Genau. Sehr schön. Ja, ist egal. Schläft gerade. Wird auch Nacht. Ist mir egal. Kann ehrlich gesagt auch mal los schlafen. Ach ja, der freut sich, dass er Sachen herstellen kann. Das freut mich auch. Bin ich auch sehr happy drüber. So, Sams, Jack, fliegt los. Sehr schön. Au revoir. Bring uns was Schönes mit, aber bitte nicht wieder eine Ehefrau oder so. Generell, noch mehr Menschen will ich, glaube ich, gar nicht, oder? Ich meine, die können auch viel herstellen dann natürlich, aber dann brauchen die ja noch mehr Kleidung und so. Ich glaube, das reicht mir hier. Ja. Ich glaube, ich hätte lieber irgendwas Schönes so an Gegenständen oder so mit. Was wir ja auch machen wollten, ist noch die Dingens. Ich weiß gar nicht genau, wie das geht. Also, hier ist ja unser ganzes Zeug. Und dann bräuchten wir jetzt quasi Schalter, oder? Oder Sensoren? Nee, ich glaube Schalter. Wann er Schalter, wenn ein schaltet... Was? Wenn ein, schaltet er die Geräte in seinem Aktivkreislauf ein... Und wenn aus, dann okay. Ja, ich denke das. Wo genau muss das jetzt sein? Ah, okay, ich sehe schon. Ah, ich sehe. Ah, das ist ja blöd. Wir werden ganz viele brauchen und die müssen... Oh je. Und einer muss den dann auch drücken, ne? Wahrscheinlich. Hm. Also so ist der Radius? Okay. Wenn ich jetzt... Ich weiß nicht, ob das dann so... Geiles. Also der dürfte auf keinen Fall hier mit ran, weil der uns dann nachher die Kühlschränke ausschaltet. Da habe ich ein bisschen Angst. Geht das? Wahrscheinlich. Moment, kurz, stopp. Wir müssen es dann so machen, dass wirklich hier nur die Lampen betroffen sind nachher. Aber vielleicht können wir auch die Sachen... Entschuldigt, ich muss... Ja, meine Nase ist gerade ein bisschen verstopft. Dann können wir die Nase schnauben. Okay. Ich gucke da nochmal in Ruhe, glaube ich, mit dem Schalter.
Ich will das jetzt nicht so überstürzen hier am Ende der Folge und dann mache ich alles falsch. Ich sehe das Schimmern eines riesigen Kronleuchters inmitten einer Absturzstelle. Das muss eines dieser Luxuskreuzfahrtschiffe im Retro-Stil sein. Ein einziger Besuch wird nicht ausreichen. Okay, geh hin. Ich habe so viel Metallschrott wie möglich geborgen und eine Notfallkiste mit Erste-Hilfe-Kästen und Antibiotika. Sehr gut. Das ist schön. Also er bringt uns was Tolles mit. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich muss wirklich ganz, ganz dringend Nase schnauben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also, bye, bye.